Alter, was geht ab, Leute? Haben hier? Ich habe gerade ein Paket weggeschmissen. Ich zeige euch gleich, was noch drin war. Aber schaut mal, was ich hier gefunden habe. Oh mein Gott. Tanzverbot lässt grüßen. Das Regenbogenglas einfach weggeschmissen. Diese Banausen, die wissen nicht, was das wert ist, Leute. Saftig. So, ich setze mich mal ein bisschen mit euch reden. Ich bin gerade wieder unterwegs, ein bisschen forschen für meine Tour, für mein Projekt. Mehr Infos demnächst, aber es geht gut voran. Langsam materialisiert es sich, aber auch nur langsam. Vor allem, wenn man dann so drüber nachdenkt, was einem noch so bevorsteht, was man noch alles braucht, dann fühlt man sich immer so überwältigt. Ich habe vorhin ein Paket bekommen, das war von den Kollegen damals, die mir die zwei Brooks geschickt hatten. Eins hatte ich ja verlost für ein Gewinnspiel. Und das ist das Catchamon, Gatchamon, irgendwie sowas. Jetzt habe ich keine Verwertung mehr dafür. Aber dafür können die Kollegen nichts. Die hatten das eigentlich, die hatten mich da direkt danach gefragt, ob ich noch andere Sachen haben will. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht? Schickt es einfach rüber. Und es ist halt erst jetzt angekommen. Und jetzt zocke ich nicht mehr wirklich, fast gar nicht mehr, eigentlich gar nicht. Und brauchen tue ich es auch natürlich dementsprechend nicht. Vielleicht verschenke ich es an euch wieder, euch beruhigen. Die Phase momentan ist natürlich nicht die einfachste. Wechsel ist immer schwer, neue Sachen sind immer schwer. Aber Zeiten ändern sich, ist halt so. Es muss halt vorangehen. Klar, für viele ist es jetzt verstörend, sag ich mal. Viele bleiben, viele gehen, was natürlich vollkommen verständlich ist, was kein Problem ist. Und ich denke, nach der Zeit dann, nach diesem Wechsel, nach dieser Umstrukturierung, wenn alle gegangen sind, die keinen Bock mehr haben und alle geblieben sind, die noch Bock haben, die noch weiter supporten, die es auch tatsächlich interessiert. Und wenn dann die neuen Leute reinkommen, die Interesse an den neuen Sachen haben, dann geht es wieder bergauf. Wird natürlich bis dahin eine harte Zeit. Vor allem für die Jungs wird es ein bisschen hart, vor allem am Anfang jetzt. Eigentlich sind sie schon mit vielen Sachen vertraut, weil ich habe ja immer gefilmt und die waren immer am Start, aber jetzt sind sie aktiver mit dabei. Das ist ein Teil von denen jetzt. Gehen auch auf Kommentare und sowas ein und ist natürlich nicht ganz so einfach. Normalerweise wächst man ja und der Hate oder Hater-Kommentare oder sowas kommen langsam, Kritik kommt langsam. Am Anfang nur die Leute, die sich wirklich für dich interessieren, außer man macht irgendwas sehr, sehr Fragwürdiges oder Polarisierendes. Wenn man ganz normal ist, dann kommen eigentlich langsam nur die Hater und Kritik. Und man gewöhnt sich langsam dran und irgendwann schwächt es auch ab und stumpft es ab und es juckt einem nicht mehr so. Aber wenn man jetzt direkt ins kalte Wasser springt und direkt hier 30.000 Abo-Channel mit so vielen Leuten, die Pogo erwarten und dann es kommt kein Pogo und die traurig sind und entsetzt sind und sowas. Spielt das schon mit der Psyche, aber die Jungs sind stark. Ist auch eine Gruppe, der Hate teilt sich auf, also wird schon okay sein, hoffentlich. Die sagen zwar immer alle, alles ist okay und sowas, es ist egal und so, aber wenn man 20 Mal sagt, es ist egal, ist es dann wirklich egal? Zum Beispiel Dimi hat auch gesagt im Video, checkt gerne das Video ab, wir sind bereit für den Hate. Dass ihnen die Kommentare und so nicht jucken. Und direkt am nächsten Tag schickt er so Screenshots von den Kommentaren. Er so, oh mein Gott, was ist das? Dementsprechend, ja. Ich hoffe, es ist alles gut. Was wir so für Content bringen werden, weiß ich noch nicht so. Ein bisschen hier Real Talks, was ich eigentlich halt auch so alleine gemacht hätte. Weiterhin Vlogs. Einfach, was uns so einfällt. Gruppendynamik ist halt der Hauptfokus. Wir bleibt dran. Ansonsten bleibt so lange dran noch, bis ihr dieses Catchamon gewinnen könnt. Viele sind schon weg, die sich für Pokémon Go interessiert hätten und das gerne gewonnen hätten, aber tja, jetzt werden halt die Loyalen belohnt, die noch dranbleiben. Hab zwar keine Ahnung, wie ich das machen werde, aber ich habe keine Verwendung dafür, also wieso nicht euch schenken, euch noch eine Freude machen. So, ich muss weiter ein bisschen hier forschen und dann an meinem Projekt arbeiten. Euch noch einen schönen Tag, Leute, vergesst nicht, es ist serious business, folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, falls euch das noch interessiert. Könnt auch Mitglieder werden und ansonsten sieht man sich die Tage hoffentlich.